Guten Morgen, meine Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wie ihr hört, bin ich leider erkältet. Ich musste auch Frauenwochenorakel und Männerwochenorakel auf zweimal machen. Hab jetzt auch mein Videobearbeitungsprogramm wieder hochgeladen, um die Videos zusammenzusetzen. Jetzt läuft das Männerwochenorakel schon 36 Stunden. Es ist zusammengesetzt, aber erst 61% hochgeladen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das hier am Sonntag noch klappt, dass zumindest das Männerwochenorakel hochgeladen ist. Dann beginne ich auch sofort mit dem Frauenwochenorakel für die nächste Woche, das hochzuladen. Und ja, also ich denke, so bis spätestens dienstags ist es auf jeden Fall da. Wir haben, leider war auch die letzten Tage meine Stimme weg. Es ist jetzt schon etwas besser. Gut gesagt, ne? Wir kommen hier auf jeden Fall zu den Tageskarten vom 29. bis zum 31. Januar 2018. Könnt ihr euch hier zwischen den drei Steinen mitunter auch entscheiden? Das scheint ein Zitrin zu sein, oder vielleicht ist es auch so ein Orangenkalzit, auf jeden Fall ein Rohstein. Ich weiß jetzt nicht, das bekam ich von meiner Mutter, die hat so einen ganzen Brunnen voll. Also zwei unterschiedliche Brunnen. Gerade wenn man unterm Dach wohnt und bevor man nach Hause kommt, geht dann die Zeitschaltuhr ein und die Brunnen fangen an zu laufen und die Luft kühlt sich ab. Ist auf jeden Fall mit Asthma von Vorteil. Jetzt nach so vielen Jahren weiß ich auch, woher ich es habe, von meiner Uroma. Und ja, den zweiten Stein und den dritten. Manche sehen ja auch immer so schwarz und weiß und hier ist ja noch braun mit dabei. Fände ich sehr hübsch. Ja, hier. Guck mal, wenn man diesen einen Strich hier sieht, so wie eine weibliche Person, wo so die Hände entgegenstrickt. Okay. Jede einzelne Legung bekommt auch eine Amorsbotschaft. Und da ich die Karten vor meiner Heiserkeit schon gewählt habe, kommen auch alle anderen mit hinzu. Von Louisa L. Hay, schöne Gedanken, Krafttierkarte von Angela Kemper. Dann haben wir hier die Erzengelkarte, die ich zum Schluss sagen werde. Und vom Hexengeister-Orakel. Würde mich eigentlich beim Hexengeister-Orakel mehr, also intensiver mit dieser Karte beschäftigen, auch mit dem Ritual, aber ich glaube, das macht meine Stimme nicht mit. So, von unserem Kalender für dieses Jahr. Heute ist ein guter Tag für ein Lächeln. Für 2018 habe ich hier jetzt für den Montag ein Lächeln, kann die Sonne aufgehen lassen. Von, ja, aus China ist dieser Spruch. Wunderschön. Ich übernehme die Verantwortung für meinen energetischen Schutz. Ich öffne mein Herz und trage Licht und Liebe in die Welt. Ich
Indem ich das Vergangene zur Transformation loslasse, trete ich meinen neuen Entwicklungszyklus ein. So, lass mal die Energie noch so ein bisschen fließen. Mein erster Obelisk. Da habe ich gedacht, oh, ich versuche da mal ein bisschen zu zeichnen. Zaubern. Blödsinnigerweise. Ging nach der Halbzeit beim Fußball genau das Tor, das ich versucht habe, drei Bälle reinzuzaubern. Von der gegnerischen Mannschaft rein. Das war nix. Tja, wenn man erkältet ist, soll man so einen Blödsinn nicht tun. Ist wie mit dem Lotto spielen. Ja. Er soll sich daran nicht bereichern. Oh. Ich beginne mit den Hexengeistern. Und hier haben wir das Ass Ariel. Ich muss mir den Bildschirm ein bisschen größer machen. So ist das besser. Die Karte zeigt ein hochgewachsenes ätherisches Geistwesen, nämlich männlichen Geschlechts. Es trägt fließend gelbe Gewänder, schwebt durch die Lüfte und wird von einem Falken begleitet, der zu seinen Füßen neben ihm herfliegt. Interpretation: Wenn Ariel in ihren Karten schwebt, verkündet er eine vollkommen neue Phase in ihrem Leben. Er fliegt auf den Winden des Neuen, der Veränderung herein. In ihren Ideen und Meinungen kommt es zu einer Umwälzung. Dies ist eine günstige Zeit, um ein Regelstudium zu beginnen, neue Ideen zu entwickeln, Ideen weiterzugeben, niederzuschreiben oder schauspielerisch darzustellen. Wow. Okay. Hat auf jeden Fall der Spruch. Was ich hier auch wunderbar finde, dass hier, Geister der Luft, ich flehe euch an, zu mir zu kommen und mir bei meiner Arbeit zu helfen. Ja, genau. Diese. Wenn Sie wollen, können Sie um Hilfe bitten, und zwar bei allem, was Ihre mentalen Fähigkeiten betrifft. Intellekt, Konzentration, Fantasie, Gedächtnis, geistige Klarheit. Wenn Sie damit fertig sind, danken Sie dem Elementargeist und kehren Sie zum Wachbewusstsein zurück. Wir beginnen hier mit den Map-Karten. Alle, die diesen Stein hier gewählt haben. Hier haben wir. Oh, der Winterschlaf. Vielleicht ist es hier aber auch ganz gut, ja, wenn man sich hier auch ein bisschen ausruhen kann, dass nicht so die Erkältung ausbricht wie bei mir. Alles hat seine Zeit. Jetzt gilt es auszuruhen und deine Unternehmungen auf Eis zu legen. Die kalte Jahreszeit, in der die Natur ausruht, sendet dir ein Zeichen, selbst zur Ruhe zu kommen und Dinge auf Eis zu legen, die noch nicht reif zum Erblühen sind. Jetzt ist Zeit, Winterschlaf zu halten und zu regenerieren. Verzichte auf ehrgeizige Unternehmungen, eine Pause, in der du mit den Dingen schwanger gehst. Gib Ideen die Zeit, um auszureifen, Projekten Gelegenheit, eine andere Gestalt anzunehmen und Beziehungen die Möglichkeit, eine traumartige Phase zu durchlaufen.
der sie sich in keiner Richtung entwickeln und auch nicht müssen. Dies ist ebenfalls eine Zeit, in der du alle Auseinandersetzungen auf Eis legen sollst. Aus einem Streit, worum auch immer es gehen mag, entsteht nie etwas Gutes. Auf dich selbst Acht zu geben, ist nun deine wichtigste Aufgabe. Denke nach, lies ein gutes Buch oder lasse dich massieren. Ruhe aus und träume. Oh, die habe ich leider abgesagt. Schade. Ne, bringt ja jetzt auch nichts darum zu hüpfen und dann steckt sich vielleicht noch das kleine Baby an oder so irgendwas und das muss ja auch nicht sein, wenn sie nach Hause kommt. Und Amors Botschaft: Allein die Zeit wird es zeigen. Na, das passt doch sehr gut. Also ruhe dich aus. So ein Wink des Schicksals, denke ich. Ist für mich auch so ein bisschen angesprochen. So, schlaf aus. Okay, wir kommen zur nächsten Karte und wir haben hier die innere Zielsetzung. Ein klares und festes Ziel hat die Kraft, deine Welt zu verändern. Es ist die Zeit, deine Ziele zu erreichen. Von Inspiration getragene Ziele sind wie in den Himmel geschossene magische Pfeile. Das Universum sendet dir ein Geschenk, mit dem es dir zeigt, dass du ins Schwarze getroffen hast. Kenne dabei jedoch, dass du nicht die ganze Arbeit allein tun musst. Andere helfen dir, die Wirklichkeit mit zu erschaffen. Verbinde dich mit der Kraft deiner Zielsetzung, sende sie in das energetische Feld hinaus und überlasse es dann der Synchronizität, ihre magische Wirkung zu entfalten. Vielleicht lässt du dich von den guten Vorsätzen anderer dazu inspirieren, deine eigenen guten Absichten in die Welt zu senden. Mache dir das Leben, das du führen möchtest, zu eigen. Lebe bewusst in Klarheit und Ungebundenheit. Amors Botschaft. Hey. Erfolg. Hab Vertrauen. Es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und wir kommen zur letzten Map-Karte, wo ich auch zwei Amors Botschaften habe und das Bewahren des Schatzes. Also ich ziehe in letzter Zeit sehr oft Karten, wo ein Schatz mitunter abgebildet ist. Finde ich sehr interessant. Hier wieder. Du bist stets beschützt und unter göttlicher Führung. Obwohl dies eine Zeit ist, die große Risiken birgt, kannst du auf einer tiefen liegenden Ebene doch sicher in Geborgenheit voranschreiten. Bei allem Auf und Ab in der Welt gibt es ein Fundament, das dich sicher trägt. Schutzengel und andere wohlgesinnte Wesen begleiten dich und flüstern dir zu, sodass du ihrer schützenden Anwesenheit gewahr wirst. Loyalität ist für dich jetzt ein wichtiges Thema. Pflege, was dir lieb und teuer ist. Dies ist ein guter Zeitpunkt, um die Bande der Freundschaft zu festigen oder sich ihrer Unversehrtheit zu vergewissern. Wenn du jetzt das Gefühl hast, auf die Probe gestellt zu sein, wisse, dass ein teures und ergebenes Herz immer ein Ziel findet. Begib dich unter die Fittiche deines Engels. Du bist nicht allein und hast keinen Grund, dich zu fürchten. Nur Mut. Oh. Und deine Amors Botschaft, die erste ist dein Seelenpartner. Vielleicht begegnest du ihm
Nächste Woche. Dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Glaube dran. Ist auch so dein Schutzengel. Du wirst mehr geliebt, als du dir jemals, ja, du wirst mehr geliebt, als du dir jemals vorstellen kannst. Denke stets daran. Ich liebe dich. Also hier dein Schutzengel. Erstens bist du beschützt von allen Risiken und dein Herzen, dein Seelenpartner ist im Geiste bereits bei dir. Er liebt dich. Und ja, mein Leben ist ein Spiegel. Die Menschen in meinem Leben sind Spiegel für mich. Das gibt mir die Chance zu wachsen und mich weiterzuentwickeln. Und der Engel, hier haben wir das Friedensrad. Wer liebt, braucht keine Siege. Finde deinen Platz im Friedensrat. Und unser Erzengel für die Tage, hier haben wir Lebensrückblick. Erzengel Jeremiel, nimm eine Inventur deines Lebens vor und beschließe, alles zu verändern oder zu heilen, was nicht im Gleichgewicht ist. Zusätzliche Botschaft. Es braucht Mut, sich das eigene Leben anzuschauen. Doch wenn es mit Mitgefühl und einem Sinn